So, ich glaube, die Glocken sind Sind durch. durch. Ich begrüße alle Anwesenden ganz herzlich zu dem heutigen Abend. Es fühlt sich an wie eine Theatervorstellung. In Zeiten von Pandemie und Distance Learning stellen wir uns die Frage, wofür eine Schule ohne Ortsgebundenheit stehen kann, was sie letzten Endes ausmacht und was passiert, wenn sich diese Schule nun in die privaten Wohnräume der Dozierenden und Studierenden verlagert. Denn in dieser neuen öffentlichen und sogar institutionellen Bedeutung übernehmen eben diese privaten Räume, zumindest in medialer Hinsicht, nun auch die Rolle von Lern- und Kommunikationsräumen oder auch von virtuellen Treffpunkten. In einer Zeit nun, in der sich die Schule vom öffentlichen in den privaten, vom physischen in den digitalen Raum verlagert, erproben wir hierfür neue Gesprächsformate. Und ich möchte das betonen, wir suchen wirklich nach neuen Möglichkeiten, miteinander in Verbindung zu treten. Es gibt nichts Schöneres, als sich natürlich zu sehen, zu treffen, direkt miteinander zu reden, aber eben die Bedingungen, die Begebenheiten sind im Moment ein bisschen anders. Somit schlagen wir in diesem Semester, in diesem Herbst, Frühjahrssemester 2021 Kitchen Stories vor. Die Kitchen Stories loten dabei die Grenzen zwischen Vortragenden und Zuhörenden, zwischen Privatsphäre und Öffentlichkeit aus und wollen Fachliches mit Unterhaltsamen verbinden. Heute Abend sind wir zu Gast bei einem lieben Kollegen von uns, einem Kollegen aus der Hochschule Luzern, Lando Rossmeier. Lando, da ist er, ist verantwortlich für den Fokus für das Studio Material, Materialität im Masterstudium und führt ein erfolgreiches Büro im Kanton Glarus, genauer in Ennedam. Lando wohnt mit seiner Familie in einem Haus mitten im Dorfzentrum, gerade gegenüber von der Kirche, deren Glocken wir soeben gehört haben. Und sein Büro befindet sich in der ehemaligen Metzgerei dieses Hauses und des Dorfes. Ich hoffe, Lando, dass ihr noch eine Metzgerei habt. Ansonsten hat einer da auf jeden Fall ein sehr gutes und ein sehr engagiertes Architekturbüro erhalten. Kitchen Stories Number One. Auf dem Menü steht Fondue Chinoise. Und es ist uns eine ganz besondere Freude und Ehre, dass Lando Bettina Köhler zu Gast hat. Und hiermit möchte ich auch gerade übergeben, weil ich glaube, das wäre genau das Falsche, wenn ich Bettina Köhler jetzt einführen würde. Das ist ganz klar Sache des Gastgebers. Und ich bin gespannt und freue mich sehr auf einen sehr schönen und unterhaltsamen Abend. Wir werden eine Stunde, vielleicht ein bisschen mehr, mit den beiden zusammen sein können. Danach möchten wir das Podium nochmals öffnen. Ihr könnt Fragen stellen. Wir werden diese Fragen parallel lesen. Leider können wir euch nicht dazu schalten, aber ich werde dann die Rolle des Moderators übernehmen, sehr gerne übernehmen und dann den beiden die Fragen kurz
quasi zusenden. Ich bin sehr gespannt. Es ist wirklich ein Experiment und dementsprechend sind wir, glaube ich, alle aufgeregt. Gut, von die Chinoise. Ich wünsche euch einen ganz schönen Abend. Guten Appetit. Lando, bitte. Danke sehr, Johannes. Danke für die Einführung. Wir sind tatsächlich nervös, aber wir haben schon ein bisschen was getrunken vorher. Das ist das Schöne an diesem Format. Das finde ich echt ganz toll. Wir haben vorher schon mal ein Bierchen. Sich gemeinsam einstimmen, das funktioniert ganz gut. Ich habe eben noch eine SMS hier bekommen, Einladung zum Stammtisch. Also man merkt, ich nehme das hier sehr ernst. Normalerweise wäre ich heute im Stammtisch. Jetzt bin ich hier und ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich freue mich auch. Danke für die Einladung. Ja, schön. Ich habe Bettina, dich habe ich kennengelernt. Vorhin habe ich das gesagt, Johannes, ich kenne dich seit 20 Jahren. Stimmt überhaupt nicht. Also nur halb, weil ich habe dich kennengelernt vor 20 Jahren. Aber ich kenne dich nicht seit 20 Jahren. Und du warst damals eine Dozierende, Lehrbeauftragte, ich weiß gar nicht, wie das hieß. Assistenzprofessorin. Das klingt viel besser. Es ist aber auch Dozierende. Dozierende. Es ist beides. Aber du warst bei war das Mörsch? Nee, das war der Öxlin. Wo warst du angegliedert? Ich war angegliedert zunächst ans GTA, an GTA der ETH. Das, ne? Also GTA an der Architektur, am Architekturdepartment. Und dann mit der Assistenzprofessur vom GTA eigentlich gelöst, aber immer noch damit verbunden, natürlich ideell, dann an der Architekturabteilung. Generell. Ja, siehst du mal, ich habe keine Ahnung, wo du genau angegliedert warst, aber du warst eine wichtige Person für mich, weil ich habe bei dir eine Diplomwahlfacharbeit geschrieben, wo mein Vater überhaupt nicht verstanden hat, dass man Zeit braucht für sowas, ne? Dass man nicht ein anständiges Projekt macht. Und dann habe ich bei dir das Heft gemacht, Rotkäppchen und die Kuh. Aber das war nur so ein Seiteneffekt. Da hast du mir so wie die Türen geöffnet und mir Freiheiten gegeben, die ich vorher noch nicht kannte. Hast mich zu Spinoza geschickt, hast mich zu Kant geschickt. Und am Schluss war ich beim Rotkäppchen. Irgendwie so. Das und kann passieren. Und deswegen ging ich auch gerne zu dir, weil du so viel Humor hast. Das hat mir immer gefallen. Und irgendwie habe ich von dem, es ist verrückt, noch heute, wenn ich Vorlesungen mache, merke ich eigentlich, dass es immer noch diese Diplom-Wahlfacharbeit ist, die eigentlich kaum jemand gelesen hat. Ich habe sie allen geschenkt. Der Schick hat sie mir gerade zurückgegeben und hat gesagt, ich verstehe nicht, wovon du sprichst. Aber du hast es scheinbar verstanden, das war gut. Und dann bist du, da habe ich dich aus den Augen verloren. Ich habe Diplom gemacht und du bist nach Basel. Ich bin nach Basel gegangen. Da musst du vielleicht nachher kurz erzählen. Und du bist eigentlich wie Art fremd gewesen von Anfang an, weil du eigentlich eine Beobachtende warst. Mhm. Irgendwie aus der Kunsthistoriker-Seite so auf die Architektur geguckt, auf die Theorie geguckt, die dir sehr nahe liegt. Dann warst du sprachlich, ich meine, ich bin Bayer. Okay. Deutsch war mein schwächstes Fach. Also du warst wie so, opa, jetzt ist mir gerade das Ding runtergefallen. Du warst, das funktioniert noch. Ja, das funktioniert noch. Du warst für mich irgendwie ein Vorbild, wie weit man sprachlich gehen kann und nicht nur beim Schreiben, sondern auch sonst. Mhm. Das hat mir immer sehr gefallen. Du warst sehr pointiert. Wir haben Architekturtheorie bei dir gemacht. Wir haben ganz famos gestritten. Ich kann, ich habe heute noch Kollegen, die ich eigentlich nur wegen dir kenne, weil wir so gut gestritten haben. Es war so emotional. Und das fand ich gut. Es ging dann immer um die Sache. Das hat mir sehr gefallen. Und dann bist du, habe ich dich eigentlich erst wieder entdeckt. Im Nachgang warst du dann der FHNW. Ja. Und hast Mode, ich weiß nicht, musst du dann noch erklären mir genau, irgendwie dich mit Mode beschäftigt, Masterkurs geleitet. Und jetzt hast du den Wechsel vollzogen und bist in Richtung Gestaltung gegangen. Das heißt, du bist von der Beobachtenden eigentlich zur Täterin, zur Gestalterin geworden. Und das, weiß nicht, wie... Also vielleicht willst du was dazu zu sagen, weil dieser, ich glaube, ich habe dich eingeladen, weil ich keinen Architekten hier sitzen haben wollte, weil das finde ich immer totlangweilig. Das muss es aber nicht sein. Nee, muss es nicht. Nein. Aber ich finde es einfach spannend. Es stimmt eigentlich gar nicht, das so zu sagen. Es ist gar nicht totlangweilig. Aber ich finde, den Blick, den du hast und den Zugang, den du hast und den du schon an der Schule ausgestrahlt hast, das fand ich immer toll. Und ich weiß nicht, willst du selbst nochmal erklären, so woher du kommst und was dich interessiert? Ja, ich komme. Ich mache derweil schon mal eine Flasche Wein auf. Wenn du machst eine Flasche Wein auf, das ist super, sehr gerne. Ich habe extra deutschen Wein, ich weiß nicht, kommt nicht drauf an, aber er hat Schraubverschluss, das ist gut. Er hat einen Schraubverschluss, das ist auch gut und bitte füll ein. Nee, er ist sehr, sehr gut. Wir haben den super. Extra, weiß ich gar nicht mehr, im CC geholt. Super. Ich erinnere mich daran, dass ich eine Vorlesung über Geschmack mit einer Weinprobe begonnen habe. Und gefragt habe, ob jemand sich trauen würde. Es waren ungefähr schätzungsweise 200 Leute im
Raum. Ich habe gefragt, okay, es geht um Geschmack im nächsten Semester. Und ich schlage vor, dass wir hier eine Weinprobe durchführen. Ich habe die Flaschen verpackt. Also man kann nicht sehen, wie, was es ist. Mhm. Wer traut sich zu probieren und zu entscheiden, was ist der beste Wein, der bessere? Okay. Und dann schauen wir, wie es mit dem Preis korreliert. Okay. Weil ich hatte ein ganz, ganz, also rein preislich gesehen, etwas, das in der unteren Kategorie angesiedelt war und etwas, das sehr hochpreisig war. Und es hat lange gedauert, bis sich jemand traute, runterzukommen. Also es war interessant, diese zu sehen, dass der Mut, sich zu entscheiden, zu sagen, ich traue mir zu, etwas mit meinen eigenen Sinnen, mit der Zunge und mit der Erinnerung an vorige Weinverköstigungen wahrzunehmen und zu sagen, das ist super. Mhm. Das war nicht einfach. Ne? Ja. Und dann kamen aber welche runter und haben gesagt, ja, okay, wir machen das. Und dann stellte sich tatsächlich heraus, dass der Wein, der im unteren Regal gestanden hat, allen am besten schmeckte. Wir haben dann rausgeholt und befreit und mir auch. Und was ich damit sagen will, ist, dass die Theorie für mich ganz eng zusammenhängt mit der Frage, wie ich etwas wahrnehme, unmittelbar mit den Sinnen. Und ich gehe davon aus, zweitens, dass diese Sinnlichkeit ausgebildet und trainiert werden kann. Also ich muss viel Wein trinken, um zu verstehen, was sind die Unterschiede. Man muss viel Wein trinken, um zu verstehen. Oder man muss es mit Verstand, aber auch mit Sinnlichkeit tun. Und deshalb interessiert mich bei dieser theoretischen Seite, was du angesprochen hast, die praktische immer zwingend. Ich kann die theoretische Seite überhaupt nicht von der praktischen lösen. Ja, das finde ich ein furchtbares Bild. Ich weiß nicht, es gibt ja immer wieder diese Diskussion, so wie die Theorie sei, so die, eine der Praxis übergeordnete Instanz aus dem 19. Jahrhundert. Ne? So, ja. Ich weiß Bescheid, wenn ich die Theorie habe, dann mache ich Praxis. Mhm. Und ich habe immer dieses Bild dann vor Augen, das hat mir halt einfach ein Kollege nochmal um die Ohren geschlagen und meinte so, wenn du einen Schreiner nach der Theorie fragst, schneidet einfach das Holz, weil er die Theorie weiß, die ist intrinsisch, die ist wie da. Ne? Ja. Also das finde ich auch. Das ist ein Punkt und du hast mich gefragt, wie der Weg war, ganz knapp vom Wort und Buch, immer mit Interesse an den konkreten Dingen zur Architektur, weil da war es einfach Öxlin, der in Bonn unterrichtete und der uns alle gefangen hat, auch eingefangen hat mit seiner Präzision, mit seinem Witz, mit seiner Dynamik. Das war toll, das zu erleben. Ja, und das war der Ausgangspunkt, in diese Architekturgeschichte und Theorie einzutauchen und dann aber auch immer näher an die Fragen der Praxis heranzugehen. Und dann kam der Wechsel zu Basel und die Entscheidung, auch in einem anderen Feld sich zu öffnen für die Frage der, könnte man sagen, der Architektur, die um den Leib herum gebaut wird. Zum Thema Geschmack störe ich kurz. Welches Glas willst du denn gern? Das ist super anzüglich, aber ich dachte, wenn man vier hat zum Aussuchen, kann man auch so eins hinstellen. Jane da, ich hätte gerne Jane da. Dann nimmst du die. Ja, ich nehme die da. Das ist eine nackte Figur drauf, genau. Sehr abstrakt. Habe ich von Freunden von mir, die hier Musik machen, genau. Und ich finde eben so Gläser gut, weil die, da tendiert man eher ein bisschen zügiger zu trinken. Ja, das stimmt. Gerne. Ja, genau, zum Wohl. Ich mache mir nämlich ein Bier auf. Ich hab eben gedacht, ich habe zwar Wein sehr gern, aber wenn ich selber aussuchen darf, finde ich halt Bier, das hat vielleicht mit der Erinnerung zu tun, trotzdem noch am besten. Mhm. Genau. Aber du warst eben stehen geblieben, ich will dich nämlich gar nicht ablenken. Du warst eigentlich stehen geblieben beim Stoff. Genau. Und eigentlich ist das immer sehr weit weg für mich. Also ich fände toll, könnte ich Mode machen. Du trägst es. Ich trage es. Aber ich hätte eigentlich gerne, ich habe immer geträumt davon, meine eigene Latzhose zu entwerfen. Aber ich hatte so einen Kunstlehrer aus den 60ern, das waren also Peter Lustig-Typen. Ja. Ne, die haben einem so Action-Painting beigebracht und solche Dinge, so befreie dich und mach den Pollock. Ja. Und das hat mir wunderbar gefallen. Ich habe auch durch ihn eigentlich Beuys entdeckt, der jetzt gerade 100 Jahre gefeiert. Mhm. Zum Thema Filz und so, können wir auch noch drüber sprechen. Gerne. Und eigentlich finde ich Mode so toll. Mhm. Aber ungefähr gleich wichtig wie bei den Architekten. Ihr lauft so, wenn man, ich habe immer das Gefühl, so wenn man über Architektur spricht, das ist ungefähr so auf dem Niveau wie konkrete Lyrik. Ne? Ist noch interessant, aber mein Stammtisch guckt das nicht. Ne? Ja. Wir haben vorhin darüber gesprochen, als wir darüber gesprochen haben, worüber wir jetzt vielleicht sprechen, dass es einen Unterschied gibt, ob man wirklich in dieser
in einem Feld sich bewegt und darüber spricht mit Architekten über Architektur oder Architektinnen oder Sternenwesen. Ja. Oder man spricht, wenn man aus einem anderen Beruf kommt, über die Tatsache, wie man wohnt, ja, oder was man trägt. Also diese Unterscheidung zwischen einem professionalisierten Diskurs, sage ich mal, und dem sich unterhalten, teilnehmen, wahrnehmen von Architektur, die finde ich im Moment extrem stark. Das ist bei der Mode genauso. Da musst du, es gibt ein extremes Wissen und eine Kultur, eine Geschichte, die man kennen kann. Und dann ist man, wenn man darüber redet, an einem ganz anderen Punkt, dem man im normalen Leben in Anführungszeichen nicht unbedingt folgen können muss. Ja, aber ja. Man hat trotzdem vielleicht ein Verständnis für, ich würde immer Kleidung und Mode unterscheiden, für Mode oder Kleidung. Das sind zwei verschiedene Dinge. Und ich fände es toll, wenn dieses Ausschließende, was manche Unterhaltungen haben, wenn man das... Ausschließen ist kein schönes Wort. Das sehr spezielle exklusiv, und spezifische. Exklusiv. Sehr gern. Ja. Also alter Humanist. Ja, ja, genau. Machen wir es inklusiv. Das wäre toll, wenn sich da etwas nicht vereinfachen, sondern selbstverständlicher werden würde. Ne? Ja. Auch, dass Leute Mut haben, sich zu äußern zur Architektur und der aber Stadt. Das Verrückte ist ja, dass man sich ja fast nicht getraut. Ne? Also wenn ich zum Beispiel die Latzhose anziehen würde, ich wohne jetzt auch im Dorf, das ist noch härter. Ne? Das ging mit 15 gut. Ja. Mit 45 ist das schwer. Mhm. Und ich staune eigentlich, dass über ich weiß nicht, der Reinhard May hat doch über die Nonkonformisten-Uniform gesungen. Das hat mir so gefallen. Ne? Jeder trägt das gleiche, obwohl er denkt, er sei irgendwie besonders. Mhm. Und weil das T-Shirt eine andere Farbe hat. Und in der Architektur habe ich manchmal auch das Gefühl, wenn ich heute Wettbewerbsbeiträge anschaue und eine Gitterkiste nach der anderen sehe, denke ich, ist noch verrückt, ne? Wo wir uns bewegen. Wir hätten das Gefühl, wir seien frei. Ja. Aber ist eigentlich, das hat mir zum Freund gesagt, eigentlich ist es vor allem in den Nuancen erkennbar, was nicht schlecht sein muss. Also ich habe das noch gar nicht gewertet. Ich finde es nur schwierig, dass ich nicht mit Latzhosen laufen darf. Das ist auch schwierig. Und ich finde auch, dass es schon eine Tendenz gibt, und das tun wir selber mit uns, uns zu normieren oder mit einer Norm zu folgen oder obwohl wir alle sagen, wir sind so individuell, sieht das, was auf der Straße uns entgegenkommt, ziemlich ähnlich aus. Ne? Ja, es gibt wenig Farbe, super coole Schnitte, die dann wirklich gut sitzen oder lässig sitzen. Es ist für mich im Moment vieles sehr, sehr strikt und rigide und eigentümlich angehalten, nicht im Fluss. Wobei, du bist mir damals aufgefallen, an der ETH kann ich mich erinnern, als du das erste Mal da warst, warst du wie ein Paradiesvogel, der da aufgetaucht ist. Und eigentlich hat es mir am Schluss gar nicht gewundert, dass du in der Mode gelandet bist. Zum Wohl. Ja, sehr gerne. Ich habe extra Weizen hier mir geholt. Ich weiß nicht, ob ihr gesehen habt, wie professionell ich einschenken kann. Also es war wunderbar. Weizenbier ist nämlich ganz schwer einzuschenken und ich war lange zum Wohl. Zum Wohl. Schankellner in der Rockdiskothek. Super. Und die größte Leistung war, ich kann 6 Weizen auf einmal einschenken. Das finde ich schon. Das ist gut. Ja, das finde ich eine Qualität eigentlich, die man auch üben sollte als Bayer. Genau. Also mehr Individualität, um zurückzukommen zu deinem Punkt. Die ist aber irgendwie schwer, weil gerade in der Diskussionskultur, also wir können, das kannst du nämlich ausweiten. Wir können, ich will heute nicht über Corona sprechen, aber ich finde die zum Beispiel die Diskussionskultur. Finde ich auch nicht wirklich breit. Zumindest geht es mir so und ich beobachte das in vielen Dingen. Und mir fehlen eigentlich auch große Denker. Vielleicht wurden die auch weggespart. Mir fehlen Ethiker. Ethiker fehlen mir wahnsinnig. Mir fehlen Philosophen. Ja. Mir fehlt ein gesellschaftliches Gespräch statt dieser Betroffenheitsjournalismus. Ich wollte kurz was sagen, dass wir, wenn wir reden von Philosophen, Ethiker, Architekt, wir meinen immer das Genus Commune. Also die Tatsache, dass wir da über das Engagement für die Sache reden. Ne? Wir reden nicht über die Frage, wer da jetzt im Gender-Diskurs... Ja, das fände ich schön, wenn du das nochmal sagen würdest in die Runde, weil ich kannte die Diskussion nicht. Du hattest vorhin gesagt, dass es Frauen gibt, die sich als Architekt angesprochen wünschen. Sie wünschen sich, dass sie so angesprochen werden. Vielleicht führst du das besser aus, das ist vorhin gut erklärt. Ja, wir verfolgen natürlich alle diese Diskussionen, wie unterschiedliche Gruppen Genderfragen diskutiert werden, wie diskutiert wird, wie man teilnimmt, wie man wahrgenommen wird, wie man adressiert wird, wie man angesprochen wird.
Und wenn man Mann sagt, meint man das Genus commune, also als allgemeine Bezeichnung für jemanden als Person. Und der Streit darüber, ob ich jetzt immer Architektin, Architekt oder mit Stern spreche, also dann noch diese Bewegung mache, der dauert jetzt schon an. Und es gab einen Artikel, der mich sehr fasziniert hat, weil die Theologin, die Theologin in diesem Fall darüber gesprochen hat, dass es auch das Genus commune gibt, das einfach versucht, den Druck wegzunehmen von dieser Entscheidung und zu sagen, Architekt, Ingenieur ist eine allgemeine Berufsbezeichnung für ein Kompetenzfeld. Und es gab gerade in der DDR Frauen, die sehr darauf beharrt haben, zu sagen, ich bin nicht Siegerin, ich bin Sieger, ich bin Architekt. Im Sinne eines allgemeinen Genus. Das würde auch einiges entspannen. Ja. Wie im Englischen. Festgestellt, ja, das war der Hinweis. Ja. Das fand ich eigentlich genau wie im Englischen. Und der Hinweis war eigentlich, vorhin hat jemand gesagt, steck mir das doch in die Tasche, und hast in die Hosentasche. Mhm. Und hast du gesagt, nein, in die Rocktasche. Und da habe ich gedacht, eigentlich ist die Genderfrage nur eine Frage der Präzision. Benutze die Sprache präzis. Und da sind wir beim tollen Kapitel, weil Deutsch war ja mein schlechtestes Fach. Als Bayer ist es keine Verwunderung. Ich bin ja froh, kann ich mich überhaupt verständigen. Und ich habe eher Schweizerdeutsch gelernt als Hochdeutsch. Also das war für mich der härtere Weg. Und seltsamerweise hatten die Bayern, die haben ja auch so einen Sprachkomplex. Ich weiß nicht, ob dir das so bewusst ist. Ne? Schon, ne? Wir haben den Sprachkomplex wie die Schweizer. Aber ich habe gedacht, bevor ich dann eben Hochdeutsch spreche, lerne ich eher lieber Schweizerdeutsch als umgekehrt, als dass Schweizer auch anfangen, Hochdeutsch zu sprechen. Das finde ich ja fast genauso schlimm. Aber unter uns, da hört ja niemand zu. Und ich wollte eigentlich darauf hinaus, auf diese Sprachlichkeit, dass ich bei dir, glaube ich, auch nach diesem Trauma an der Schule das erste Mal das Gefühl hatte, weiß nicht, ob du das gesagt hast oder jemand an der Schule hat gesagt, wenn du schreiben willst, dann musst du erst mal lesen. Da gibt es auch viele andere, die das sagen, und das ist einfacher, aber sehr richtig. Ja, hätte man jemanden sagen können, bevor ich 40 geworden bin oder 30, da wäre ich noch froh drin gewesen, weil ich merke, dass Sprache, auch in unserem Beruf, hat mir mal jemand gesagt, du kommst über DIN A4 nicht hinaus, habe ich gemerkt, dass eigentlich die Sprache fast das wichtigste Mittel ist. Noch vor dem Stift, vor allem eigentlich. Mhm. Und wieso? Weil es, glaube ich, bei allem, was wir hier machen, wie auf Intersubjektivitäten, auf Gemeinsamkeiten, dass wir das Gleiche sprechen, Signifikanz, wir wissen, wovon wir sprechen, wir lachen über das Gleiche, ohne es auszusprechen schon, aber oder man verständigt sich. Und ich glaube, das ist die Grundlage von allem, ne? Oder? Ja, und dann gibt es aber in dieser Präzision, die Sprache herstellen kann, ne? Auch in der Unterscheidungsmöglichkeit oder überhaupt. Ich habe vorhin darüber gesprochen, dass ich Dinge im Schnitt, bevor ich mit dieser Frage der Mode oder der Kleidkonstruktion konfrontiert war, überhaupt nicht gesehen habe. Ich habe gelernt, es zu sehen. Zu wahrnehmen, ne? Und, genau, und dann zu benennen. Und diese, wo fängt das an? Was ist zuerst? Die Wahrnehmung, das Wort dafür, dass ich überhaupt sehe, dass es da einen Verschnitt gibt. Das finde ich für mich immer noch eine offene Frage. Ne? Aber das fand ich total faszinierend. Die Tatsache, dass man etwas wahrnimmt und dann auch benennen können sollte, ist, glaube ich, ziemlich wichtig. Und dann gibt es aber auch irgendwo einen Punkt, wo, wenn man über das Ganze eines Raumes spricht, wie ich dein Haus hier wahrnehme, euer Haus, wie die Atmosphäre ist, da gibt es dann immer Momente, wo es sehr schwer ist, das zu beschreiben. Ne? Und das sind, glaube ich, für mich ist das die Emotion, die Wirkung, die Präsenz, Essenz. Darüber hast du mir auch, wir haben einen kleinen E-Mail-Austausch vorher gehabt. Das sind Dinge, die sind nicht einfach zu benennen. Ne? Weil wenn ich sage Präsenz. Berufs, oder? Ich meine, wenn du jetzt in die Gestaltung kommst und wegkommst von der Beschreibung und du dann selber merkst, wie tunst du den Text, dass er so und so kommt, wie konstruierst du Texte, du bist immer im gleichen Thema. Ja. Du konstruierst als Spracharbeiter, als Schneider, als Designer, als Architekt. Mhm. Und dann merkst du, dass du eigentlich diese Wirkung verstehen musst, damit du sie auch stimmen kannst, die Wirkung. Also wie in der Musik ja auch. Ne? Richtig. Und ich glaube, manchmal habe ich nämlich das Gefühl, du sagst, es hat wie Grenzen, aber eigentlich würde ich so gern so weit gehen, so nah dran gehen, dass man die Dinge wie benennen kann. Was ist jetzt, wenn der Tisch tiefer geölt wäre, wenn er nicht ganz so rund wäre, wenn er eher oval wäre? Du kommst in die Nuance. Ja. Und ich glaube schon. Und du kommst so in die Nuance, dass du mit der Beschreibung, die du dir vorstellst, von dem, was kommen wird, etwas erschaffst, was
dann da ist und was umgesetzt nochmal anders ist. Werden kann und nochmal anders ist, genau. Und das ist dann auch. Apropos, ja. Gutes Stichwort, weil ich wollte dich nämlich überraschen. Ich habe ja eingeladen zu Fondue Chinoise. Ja, und dann hatte das ich, hatten wir besprochen. Ja, das hatten wir besprochen, hast auch zugesagt. Ja. Und dann habe ich gedacht, ich mache das überhaupt nicht. Ich habe gar keine Lust dazu, weil ich bin überhaupt nicht Fondue Chinoise. Weil wenn ich dich einlade, ich bin eigentlich Bier und einfaches Essen. Und dann ist mir die Geschichte eingefallen, mit Elodie zusammen haben wir gesprochen. Meine Frau ist ja französisch angehaucht, also sehr stark. Sehr stark. Und wir haben eigentlich einen Kulturen-Clash. Mhm. Also wenn der Vater von ihr anfängt, die Weinflasche zu öffnen, habe ich eigentlich schon gegessen. Also bei uns ist Essen ist eher so, man macht das und dann gibt es was anderes zu tun und bei ihr wird das genossen. Da gibt es einige Dinge, wie das von die Chinoise, das mache ich eigentlich nicht. Und dann habe ich gedacht, was ist eigentlich mein Essen? Und damals, als ich kennengelernt habe, ging es darum zu kochen für einen anderen. Und da habe ich gesagt, ich würde mein Lieblingsessen machen. Ja. Und mein Lieblingsessen, das ist Rettich. In Bayern heißt das Radi. Das ist eigentlich mehr Rettich mit Salz. Ich mag es sehr. Ja. Und es gibt Weißwürste. Das heißt, auch was cool. Du hier drin siehst, ja. Das ist kein Fondue Chinoise. Sondern ich habe das umfunktioniert. Das ist sehr schön. Ich habe hier Weißwürste drin. Und ich habe, cool. Ich fand das irgendwie und noch Rad, gut. Ja. Und was ganz toll ist an diesem Partyset von Bodum, man kann es drehen, es hat süßen Senf, es hat Radieschen. Cool. Ich hoffe, ja. Ne? Du ja, sagst ich find's cool. Gut. Ja, ich finde es cool. Darf man das nicht mehr sagen? Also, ich frage mich manchmal, ich sage immer wieder mal cool und dann frage ich mich. Wie alt bist du? Das muss man natürlich wissen. Natürlich darf man cool sagen. Also ich bin froh, bist du nicht enttäuscht? Weil nein, ich bin überhaupt nicht enttäuscht. Ich habe gedacht, du drehst dich um und gehst wieder. Nein. Oder du trinkst einfach nur und isst nichts, das geht auch gut. Das geht auch. Ich finde es auch ein Entscheid an so einem Abend, ob man sagt, man isst überhaupt oder man genießt es einfach und trinkt. Ja, ich finde auch eigentlich das Reden so intensiv, dass es mir jetzt schwer fällt, mir vorzustellen, zu essen. Aber was ich schön finde, ist auch das Feuer. Ja, schön. Ne? Als das sempersche Idee, der, oh, hallo. Das ist ein Zentrum und es raucht. Die Kerzen sind da, Wasser ist da und man kann das auch so genießen. Das ist sehr, das hat auch was mit dieser, ja, mit dieser emotionalen Stimmung zu tun, die man baut. Tatsächlich ist das ja auch gebaut. Ja, das stimmt. Aufgebaut und das funktioniert. Das funktioniert. Ja. Also ich mache es jetzt so, ich biete dir trotzdem ein bisschen Rettich an. Wir haben Bio-Butter. Bio-Butter. Woran sieht man das? Weil es draufsteht. Und dann haben wir die Würste und ja genau, Gläser habe ich dir schon gegeben. Mhm. Ich finde das schön, dass du jetzt gekommen bist, weiß auch nicht genau. Ich hatte... ich finde es auch sehr schön, eingeladen worden zu sein. Ja. Die Idee mit all diesen, es ist ja ein riesiger Aufwand eigentlich, wenn man das sieht. Wie ist wie ein Fernsehstudio alles, hier, ne? Ist sehr unangenehm. Ja. Nee, es ist nicht unangenehm, es ist interessant auch, dass wir haben vorher darüber gesprochen, dass das Licht... Die Bühne macht im Grunde genommen, wir sehen Dunkelheit dahinter, ich kann die Kirche erahnen und man hat eine ungefähre Vorstellung davon, was einen auch auf eine seltsame Art nervös macht, dass da Leute sind, die zuhören und zusehen. Aber die Richtung... Aber das blenden wir aus, wir sind komplett entspannt. Ne? Natürlich, und aber ich finde es spannend als Vorstellung trotzdem, ja, um darauf zurückzukommen, was dein Kollege sagte. Johannes. Eine neue. Ja? Mhm. Was hat er gesagt? Ja, dass es auch darum geht, eine neue Form von Vermittlung zu finden über diese Distanz. Wir wollen nicht über die Situation sprechen, aber das Ganze findet ja auch statt, weil es eine Situation gibt, in der man anders Dinge vermitteln möchte. Ne? Aber weißt du auch, ich finde ja zum Beispiel, ich muss jetzt zwei Vorlesungen machen, die mich wahnsinnig stressen. Und eigentlich finde ich Vorlesungen für die Tonne. Warum? Es ist bulimisch. Es ist wie so, du erzählst mir was und es gibt ganz wenige Leute, die mich tatsächlich erreichen. Mhm. Und wenn du... Was also, heißt bulimisch? Es geht rein, aber wieder raus. Ach so. Es bleibt nicht. Und, und die Frage des Lernens und des Verstehens erfolgt ja immer über die eigene Erfahrung vor allem. Und deswegen finde ich auch bei den Architekten so gut, dass es Projekte gibt, dass wir entwerfen und daran arbeiten und nicht nur die Theorie hören, sondern sie verwenden. Mhm. Das versuchen wir ganz stark. Und dann geht es aber auch irgendwie darum, wenn ich mich erinnern sollte, wer war wirklich prägend? Jetzt warst du eine prägende Dozentin für mich, ohne vielleicht das zu wissen, aber das warst du damals. Mhm. Und dann habe ich noch nie einen Kunstlehrer gehabt, der hat mir damals einen Schädel auf den Tisch gestellt und hat gesagt, Polarität ist das Thema der nächsten zwei Jahre. Mhm. Und ich hatte einen Musiklehrer, der mit uns Schallplattenaufnahmen reife
Chorgesänge gemacht hat. Der mich übrigens, das war ganz schlau didaktisch, der hat damals, ich war sehr frech, hat er mich zur Seite genommen, hat gesagt, Londo, wenn du hier nicht mitsingst, fällt der Chor zusammen. Du bist eine Stütze des Tenors. Wenn du hier nicht dabei bist, dann geht das alles flöten. Und dann habe ich gesungen wie ein junger Gott, 2 Jahre lang, total wirklich auf Spur. Und das haben die gut gemacht. Und genauso mit einer Ausstellung. Ich habe in dieser Klosterschule habe ich Selbstporträts gemalt. Nackte Jesi, also Jesus. Ich weiß gar nicht, gibt es eine Mehrzahl von Jesus? Ja, nein, nicht, ne? Das liegt in der Natur der Geschichte. Ja. Aber es waren Haufen Jesi, die nackt waren, um diese Ausgesetztheit zu zeigen, die ich damals auch verspürt habe und dachte, ich sei ein großer Künstler. Dann kamen 3 Kunstlehrer, Religionslehrer, haben gesagt, so Lando, das musst du abhängen. Dann habe ich gesagt, hatte ich eine ähnliche Frisur wie heute, nur mit Undercut, nicht so eine Covid-Frisur. Und dann haben die gesagt, ich soll es abhängen, ich wollte es nicht, sei Künstler. Mhm. Und dann haben sie den Rektor geholt. Das war der Pater Ludger. Und Ludger kam zu mir, 10 D-Mark in der Hand, hat gesagt, Lando, das ist so toll, ich kaufe dir das ab. Dann habe ich gesagt, das ist aber schön, zum symbolischen Preis, ich gebe dir das. Hat das mitgenommen, wir haben das zusammen im Direktionszimmer aufgehängt, bei ihm, da wo alle Leute und Eltern empfangen wurden. Ich habe mich gefreut, wie nur etwas ich dachte. Toll. Hat er die Tür zugemacht und mich nie mehr reingelassen. Ich glaube, der hat das sofort wieder abgehängt. Mhm. Aber es war pädagogisch, war das so gut, weil er mir das Gefühl gegeben hat, es sei gut, was ich mache, auch wenn sie nicht interessiert und das vielleicht gar nicht mal richtig findet. Aber er fand, ich war etwas auf der Spur und hat mich machen lassen. Ja. Und da bist du an dem Punkt des Unterrichts, oder so. Wie erreichst du Menschen? Mhm. Ich meine, wenn heute, oder was wir hier machen, ist wie so ein Podcast, oder? Jetzt labern 2 Typen da irgendwie und dann ist das morgen vergessen. War noch cool, die haben Weißwürste gegessen, das bleibt vielleicht, ne? Das bezweifle ich. Also außerdem kann man das nie sagen, was erinnert wird. Das kannst du nicht vorher, bis zu einem gewissen Grad vielleicht doch, weil du möchtest ja, dass Leute sich erinnern. Ich nehme eine Scheibe, du kannst mir einfach ein Scheibchen geben, du musst gar nicht den ganzen, also so ein... Bitte das ist schön. Auch ein Bierbrot, ne? Bierbrot, genau. Also insofern glaube ich auch, dass Vorlesungen, wenn sie dich wirklich einladen, in einen Raum reinzugehen, wenn du durch die Sprache einen Raum aufbaust, eine Geschichte ist für mich auch wie einen Raum zu erweitern. Ich bin nicht nur in der Präsenz, sondern auch, wenn ich die Vergangenheit betreten kann wie einen Raum. Je weiter dieser Raum zurückgeht, desto größer wird er und ich kann mich darin bewegen. Und wenn ich es schaffe, durch einen Vorlesung, wie man es auch immer nennen will, eine Erzählung in diesen Raum einzuladen, um mich dort umzusehen, dann ist das schon eine ziemlich tolle Geschichte. Ne? Also insofern finde ich, Vorlesungen haben durchaus, oder dass ich jemandem zuhöre über einen längeren Zeitraum, so wie ich auch einem Vorlesen zuhören kann, einer Geschichte, durchaus eine Berechtigung, ne? Als Ausdrucksmöglichkeit. Aber genau das Gespräch ist eine andere Form. Aber das ist auch im Schreiben eine andere Form. Ja, aber das, ich glaube, du bist dir dessen nicht bewusst. Ich glaube, ich bin in kein, ich, also ich kann das ja hier sagen, jetzt ist ja lange vorbei, ich glaube, ich war in keiner Vorlesung an der ETH. Aber ich habe Vorlesungen gehalten. Ja, bei dir war ich auch. Ja, eben. Ja, aber warte, du hast keine Vorlesung gemacht, was du gemacht hast, du hast Diskussion angeregt. Es gab bei dir dieses Modul Architektur. Und Konstruktion im Innenausbau. Das weiß ich nicht mehr genau, aber ich glaube, es gab Architekturkritik. Das auch, ja. Das war so toll. Mhm. Dann hast du relativ schmissige Thesen in den Raum geworfen, um uns zu ärgern. Mhm. Und da bin ich natürlich sofort drauf los. Auch der Philipp Loskamp zum Beispiel war auch so einer, mit dem ich herrlich streiten konnte. Auch mit Rahel Marti wunderbar streiten. Und du hast uns beteiligt. Und ich glaube, das war die andere Form. Ich habe zum Beispiel gemerkt, wenn ich die Vorlesung mache, nicht in der Schule, sondern ich habe sie hier per Zoom gemacht. Mhm. Erstens wird die Vorlesung persönlicher. Ja. Also ich erzähle über meine Arbeit, über mein Büro, wo wir jetzt sitzen. Meine Wohnung war mir jetzt zu privat irgendwie, zu nah, aber das geht. Und dann plötzlich entsteht wie eine Verbindung, weil ich mich auch wie öffne als Person. Mhm. Und ich lasse es zu, wie du das gemacht hast, dass ich mit dir ins Gespräch komme. Das sind das 2 Dinge, die man verbinden kann, das stimmt. Und das ist doch der Ursprung eigentlich des Campus, dass man dort steht als Haltung, als Person, die eine Haltung vertritt, zu der man kommen kann, an der man sich reibt. Und das fand ich eigentlich so wie am stärksten. Deswegen glaube ich, also vielleicht ich, andere nicht, haben Positionen gesucht, um sich selber verorten zu können. Und das entsteht nicht, wenn man nur zuhört, sondern auch sich wie so spiegelt. Natürlich, aber das kann ja beides, ist ja beides möglich. Ne? Also ich glaube, sowohl
diejenigen, die da studieren und etwas suchen, einzuladen, sich mehr zu äußern, also sich zu öffnen in einem Gespräch, aber dann auch in einer Stellungnahme zum Beispiel. Ne? Mhm. Das wäre auch eine Frage der Konzentration. Also wenn man Vorlesung ernst nimmt von beiden Seiten, heißt das, dass ich lerne, mich zu konzentrieren. Und das Einzige, wo ich absolut zustimme, ist die Frage, wie lang sollten diese Einheiten eigentlich sein? Ja, wie lang? Ich denke, 20 Minuten kann man reden am Stück. Ich merke auch selber, wenn ich mich daran erinnere, dass man Momente hat, wenn es zu lange dauert, wo man wie wegdriftet. Und das geht dann nicht. Ne? Ich habe auch früher abgelesen, dann freigehalten. Das ist eine völlig andere Geschichte. Nur um es zu sagen, ich glaube, dass ein Punkt, den ich daran wichtig und gut finde, der Punkt der Konzentration ist. Also sich auf etwas einzulassen und im Gespräch, so wie wir beide jetzt auch, wir meandern ja auch, ne? Was ich wunderbar finde, aber es ist eine andere Form der Vermittlung. Und wenn man wirklich eintauchen will, anders, dann wäre so eine Form, die vielleicht etwas kürzer ist, knackiger, auch keine schlechte Geschichte. Ne? Ich habe halt irgendwie, weiß auch nicht, ich habe wie gemerkt, dass die eigene Recherche, die eigenen Interessen einfach am meisten transportieren, ne? Und wie am meisten holst aus dem. Und vielleicht auch absolut falsch liegst, so. Ja. Und zum Beispiel deine Arbeit, die ich damals bei dir machen konnte, die irgendwie auch verrückt war. Mhm. Es ging ja um alles und um nichts. Ich habe das irgendwie in einem Jazzclub so entwickelt. Mhm. Damals in Zürich ist eine ehemalige Stangenbar, weil ich dann irgendwie so, ich habe mich so wahnsinnig intellektuell gefühlt und war in dieser, jetzt muss dann halt eine Jazzkneipe sein, um so dieses Bild zu haben, ne? Das ist intellektuell. Und irgendwie, aber dort habe ich trotzdem am meisten gelernt, weil es ist immer so das eigene Abmühen und Ringen um das. Und wenn du, vielleicht noch das, wenn du beschreiben müsstest, wer dich am meisten prägt, sind die Adjektive ja meist, die gehen eher so in die Richtung von Sanguiniker und Cholerikern, die völlig brennen für ihr Zeug. Du denkst, verdammt, wie kann man nur abgehen? Mhm. Wie kann man nur so besessen sein von dieser Idee, so zu arbeiten? Und das interessierte mich immer so. Und ich weiß nicht, ich glaube eigentlich ist es Feuer, ne? Mhm. Jetzt sind wir beim Feuer. Was kannst du mitgeben, damit andere auch brennen? Ja. Das ist ja nur das, weil eigentlich der Rest ist wie... Klar, und dann Welt, ne? Ist die Frage, welche Form findest du? Genau, um das Feuer zu geben. Ja, und ich muss auch sagen, ich finde die Form der Vorlesung, um darauf zurückzukommen, auf diese uralte Vermittlungsform, auch mächtig anstrengend. Ne? Das ist eine... Sie ist irgendwie antiquiert, finde ich. Aber das ist auch vielleicht lange bekannt in der Didaktik. Vielleicht ist das auch möglich. Aber die Anstrengung ist auch was Schönes, weil du etwas weitergeben kannst, das in der Intensität vielleicht auch liegt, ne? Wenn man kürzer sich halten würde und fassen würde. Aber bei dir höre ich auch gern zu. Dein Deutsch ist ja auch wunderbar. Du hast heute gesagt, deine Eltern waren Schauspieler. Und ich habe immer das Gefühl, das spüre ich immer, der Satz ist mir geblieben. Mhm. Immer wenn ich dich sehe, vor Leuten sprechen. Mhm. Du warst mal bei mir in einem Kurs und dann dachte ich, du hättest nur eine Vorlesung und dann hast du aber performt, du hast wie die Leute so total irritiert, Fragen gestellt, was denkst denn du so? Mhm. Wieso sagst du denn nichts? Und das war heftig für die Studierenden, glaube ich. Die waren völlig überfordert. Aber eigentlich, weil es nicht kulturell eingebunden ist. So. Mm. Genau. Aber eigentlich fand ich das ein gutes Vorgehen. Und ich wollte was sagen dazu. Es gab so einen Test noch zum Thema, wieso Vorlesungen auch doof finde. Ja. Wir haben mal einen Test als Dozierenden gemacht und der war sehr einfach. Wir waren 30 Dozierende, da mussten wir uns Namen geben, Familiennamen. Mm. Also waren wir beide, weiß nicht, Familie Affentranger. Ja. Und du warst die Luzi und ich war der Hund der Familie Affentranger. Und die anderen waren irgendwie die Familie Ipcic oder so und waren auch irgendwie Großmutter, Onkel. Das merkst du dir. Dann hieß es, und jetzt los. Dann gehst du durch den Raum, stellst dich vor und sagst, guten Tag, ich bin der Hund Affentranger. Und dann kommt die andere und sagt, ich bin die Sohn so Ipcic. Mhm. Wir tauschen die Identität. Ja. Jetzt bist du Ipcic, ich Affentranger. Mhm. Das haben wir 3 Minuten gemacht. Also es ist wie eine Vorlesung, du nimmst Infos auf. Mhm. Dann wurde geklatscht und hieß es, wer sind Sie?
40 Dozierende, keinen blassen Schimmer, wer sie waren. Einer wusste, ich glaube, ich war mal Affentranger so, aber Ipcic, nee, nie gehört, noch nie gesehen. Das heißt, Infos, die du nicht kennst, die du nicht einknüpfen kannst, weil sie deinem Erfahrungshorizont nicht entsprechen, die kommen gar nicht an. Ja. Das ist, und deswegen diese Frage so, wie gehen Vorlesungen? Wenn ich heute mit Benedikt, einem Mitarbeiter von mir, spreche, der ist so interessiert und die Art des Lernens funktioniert ganz anders. Vielleicht müssen wir das Thema wechseln, aber irgendwie fand ich gerade spannend, das mit dem Lernen. Heute, es läuft ja wie anders. Ne? Er weiß alles über YouTube. Wenn ich mit ihm spreche, er weiß über die Pilzzucht Bescheid, er weiß über das Bescheid, er weiß über Bitcoins Bescheid, wie das läuft mit dem. So interessiert. Und ich merke, das ist einfach nicht anders, sondern auch. Das gibt es auch. Ja. Und ich finde das sehr spannend. Das stimmt. Und dann wäre man vielleicht bei der Frage, ob man generell und sehr radikal Studiengänge umbauen könnte zu etwas, das viel, viel mehr herausfordert in der Entdeckungslust. Dann würde das heißen, welche Fächer braucht man denn, wenn man Architektur studiert? Wäre das vielleicht Philosophie, Tektonik, Klimatechnik, Klimakultur? Was braucht man, um auf die Entdeckungsreise zu gehen? Und am Schluss lernst du auch im Beruf, also schon so, also ja, aber egal. Man lernt im Beruf, ja. Da gibt es auch total viele Meinungen, da habe ich auch Angst, oder nicht Angst, es ist eine schwierige Diskussion auch. Die Rechtfertigung, was eine Schule soll, was man kann. Viele, die erst nach der Schule blühen. Ich habe in der Schule. Wir haben uns das gar nicht aufgeschrieben. Ne? Nee, was haben wir denn aufgeschrieben? Wir haben ja einen Plan eigentlich. Wir hatten wir haben hin und her geschrieben und du hattest ganz am Anfang aufgeschrieben, Zeit als gestalterische Währung, als Einlagerung im Projekt und Material, Kontemplation und Wahrnehmung, Grundlage für Schönheit und Ornament. Und so heftige Sachen lasse ich manchmal raus. Ne? Das staune ich immer, was ich. Das ist heftig. Mhm. Und im Grunde genommen finde ich diese Frage der Zeit, da haben wir jetzt drüber gesprochen, mit dem Lernen, mit der Aufmerksamkeit, mit den Formaten, die man findet. Wir haben auch darüber gesprochen, wie lange dauert das hier? Wie reden wir miteinander? Und die Zeit, die sich einlagert als gestalterische Währung, Kontemplation und Wahrnehmung. Ja. Schon, ne? Ja. Ich finde. Das ist ein Riesenthema mittlerweile. Ja. Also ich glaube, dass die Frage der Zeit und wir haben es auch mit Studenten vor kurzem diskutiert, könnt ihr euch überhaupt die Zeit nehmen, die es bräuchte, um Qualität herzustellen? Wir kamen darauf, weil ein Kollege von mir eine indische Architektin vorgestellt hat, die darüber sprach, dass und ich habe sie erst durch... Oh, ich habe dir gar nicht Wein nachgeschenkt. Nein, das ist... Es geht gut weg in so einem Gläschen. Es geht gut weg. Ja. Die sagt, dass Zeit die entscheidende Ressource ist, die wir haben. Und wir sollten oder wir könnten versuchen, die Aussage Zeit ist Geld viel, viel kritischer zu sehen. Also die Effizienz der Schnelligkeit zu hinterfragen und sich zu fragen, wie wir mit unserer Zeit überhaupt umgehen. Das hieße dann auch, sagte sie, dass man gerade in der Architektur anerkennt, und das ist ja auch ein Thema von dir, dass du als Autorin, als Autor an einem bestimmten Zeitpunkt stehst, der weit, weit zurück auch eine Geschichte hat. Ne? Das, was du baust, kann bleiben, wenn du dafür sorgst, dass es bleiben darf kann. Darf ich nochmal eins? Unbedingt. Du musst du gar nicht ertragen. Ne? Also ich glaube, dass Zeit als Ressource... Zeit ist ein Riesenthema, finde ich. Einlagerung im Projekt finde ich total wichtig. Aber da gibt es, ich kam eigentlich wegen eines anderen Grundes, also klar, die Einlagerung, so zum Beispiel, du baust mit Naturstein oder ein Krematorium machst du nicht aus Paillettenkleidern, so das wäre der eine Aspekt, oder? Sondern du lagerst wie Zeit ein, es gibt wie so der Naturstein oder irgendwie Dinge, die altern können, es geht um Solidität, um Wertigkeiten auch, aber ich denke auch, dass die Zeit einfach, die wir aufwenden für Dinge, das meinte ich gerade auch. Das meintest du, und dann geht es eigentlich um die Frage der Sorgfalt. Ich habe als Student diesen Satz von Mies nie verstanden, oder? Die Architektur beginnt, wenn man zwei Steine sorgfältig aufeinander stellt. Und ich habe immer gedacht, es muss möglichst abgefahren sorgfältig sein. Also wenn er spitz auf einem anderen steht, dann ist das cool. Ne? Dann fängt das so an. Und irgendwann habe ich gemerkt, es geht gar nicht um das. Es geht um die Sorge. Und die Sorge geht noch viel weiter als nur die Gestaltung, weil die geht nämlich über die Gestaltung auch noch hin. Also erstens die Sorge, dass du dir Zeit nimmst für Dinge, die du machst. Also die Zumtorschen-Projekte faszinieren mich, habe ich jetzt gemerkt, über
die Lamellen, die einfach tausendmal über die Fassade gehen, die Rhythmik, die im Hexenmahnmal, also auch die das Projekt, was leider nicht kam, Topografie des Terrors, die Repetition, und man merkt so, dann ist man immer, das hat sowas, weiß nicht, wie ein Weben oder so, oder wie so ein Dransein, ne? Und das hat mir, da habe ich plötzlich dann auch verstanden, dass Ornament gar nicht so eine Frage ist, so ob das gut ist oder nicht, sondern das ist wie eine Zuwendung den Dingen, die man vor sich hat, weil so ein Bauernhaus ringst du nur schlecht zu einem Wald ab, ne, um die Steine, um irgendwie das Zeug zu schneiden das und zu machen. Das ist total, das finde ich total sehr, sehr wichtig. Und dann bleibst du dran, wahrscheinlich auch in der Mode, denke ich, ne, wenn, und dann arbeitest du das wirklich durch. Und in den 50ern gab es dieses schöne Wort, das gefällt mir so gut, die Durchbildung. Und ich habe mit dem Flutin mal drüber sprechen können, auch in der Bildhauerei, wenn so bei Giacometti, wenn du so wie lange genug dran bist und die Dinge wie so, du hast sie so durch und so sehr bearbeitet, der Rest fällt weg, es bleibt so wie etwas übrig. Und man hat immer das Gefühl, als junger Mensch, man könnte das abkürzen. Ja. Aber es ist ein Weg. Und den muss man immer gehen und der wird aber nicht bezahlt immer oder nicht gesehen, weil es geht ja auch schneller, man kann ja. Das ist so ein Punkt, also wenn wir darüber sprechen, der Aufwand oder ein viel schöneres Wort, was du sagst, die Sorgfalt, die Zuwendung, die sich dann auch darin zeigt, dass ich etwas schmücke. Mhm. Ich schmücke etwas, weil ich mich ihm zuwende. Und wenn ich einen Raum für einen festlichen Abend mit Blumen schmücke, die ich im Garten geschnitten habe oder gekauft habe und dann in die Vase stelle, dann ist das eine Zuwendung für diesen Raum. Ne? Auch wenn er scheiße zusammengesteckt ist, zum Beispiel von mir. Aber es war Zuwendung. Kann sein, ne? Es war Zuwendung. Und dann entscheidet man sich, das wäre jedenfalls William Morris' Interpretation dafür, die Blumen ein bisschen länger im Raum zu haben und projiziert sie zweidimensional an die Wand. Ja? Dann habe ich dieses Ornament des Gartens in mein Haus geholt und wende mich damit auch dem Raum zu. Also diese Vorstellung, dass das Ornament eine frivole, weibliche Überflüssigkeit ist, die gab es ja eine Zeit lang, oder auch zu teuer. Ja, das ist Quatsch. Das ist Quatsch, beziehungsweise dass es stört oder ablenkt. Oder habe ich nie verstanden. Ja. Ich habe ganz vieles nicht verstanden. Aber es gibt diese Vorstellung der Reinheit, des Klaren. Habe ich nie verstanden, nie. Das war auch der Grund, weshalb ich, glaube ich, von Dresden wegging. Das war wie so, das war mir wie zu ideologisieren vielleicht auch. Ne? So, ich glaube, ich finde das das war, glaube ich, das Schwierigste, was man jetzt, Gott sei Dank, ich glaube, das haben wir jetzt hinter uns, oder? Dass jemand noch das Gefühl hat, er wüsste, was richtig ist. Das schließt aber nicht aus, dass es die Aufforderung, nicht nach dem Richtigen. Vielleicht könnte man sagen, jetzt sind wir bei einem ganz großen Wort, Schönheit oder Wahrheit, ja, sag mal, dass man sich dem annähern können sollte oder danach suchen kann, trotz allem. Denn wenn du sagst in deinen Texten, ich habe einiges gelesen, dass es um die, wie nennst du das, um die Verbindung, um die Durchbildung gehen kann im Sinne einer unauflösbaren Verbindung all der unterschiedlichen Perspektiven eines Projektes, praktische wie mentale, wie emotionale, dann ist das ja eine unglaublich kompakte Geschichte, die du machen willst und herstellen willst, mit allen unterschiedlichen Layern. Mhm. Und dann, glaube ich, gibt es da sowas wie die Frage, wie lange dauert das? Hm? Wie entwickle ich so eine Geschichte? Und wenn du. Nee, es geht nicht. wenn ich so konzentriert durchbilde. Das geht immer. Natürlich, vielleicht geht das. Ich werde gleich mich der Wurst widmen. Dann, wenn das, was du suchst, glaube ich, und für mich verbindet sich das mit der Frage nach der Wahrheit einer Situation. Dass halt nicht alles nur natürlich ist die Beziehung von mir zu dir jetzt in diesem Raum eine Geschichte, das ist eine Konstellation, die geht wieder vorbei, aber deshalb ist sie im Moment trotzdem wahr. Und wenn du eine Form für dieses Haus suchst, wie du es einbindest in deine Praxis oder wie du es renoviert hast, das ist auch die Suche nach einer, du sagst Narration oder Geschichte oder Bedeutung, die hat etwas mit einer Überzeugung zu tun, glaube ich. Und das ist die Annäherung an eine Wahrheit dieser Geschichte. Nicht richtig, sondern wahr. Ja, ja. Ja, das ist, also wenn es das gibt, ja. Es geht ja so selten, weil es kommt immer was dazwischen. Ne?
Entweder baut man es nicht oder der Bauherr will anders. Und dann ist die Wahrheit am Arsch. Ich habe gerade so ein Problem jetzt. Ich habe ein schönes Projekt gehabt und dann wurde die Tektonik angepasst und dann kannst du die Kohärenz mal knicken. Und dann musst du wie eine neue Geschichte dir ausdenken, die es auch war. Für die, die es jetzt nicht gehört haben, die denken, das sei falsch. Aber für mich ist sie wahr. Und ich glaube, was so... Das widerspricht dem nicht, was genau, ich eben sagte. Genau, es ist eine andere Wahrheit. Und am Schluss, und das finde ich dann... verrückt, aber beide Wahrheiten haben etwas mit einem Ort, einer Person, einer... Voll, aber weißt du, was ich so verrückt bin? Ist das nicht neu? Situation sind wir nicht alle so psychoanalytisch angehaucht, dass wir immer denken, wir müssen über Authentizität unsere Projekte erklären? Also ich mag Gefühl, authentisch als Begriff gar nicht. Oh, sehr gut. Wieso nicht? Weil ich nie geglaubt habe, dass es darum gehen könnte. Okay. Ich finde, es geht um Wahrheit, ja. Und das meine ich auch politisch, geht's, finde ich, kann man sich der Wahrheit versuchen anzunähern. Ich möchte wissen, was passiert ist. Ich möchte nicht belogen werden. Mhm. Und wenn ich das nicht will, dann spreche ich irgendwann über Wahrheit. In Politik wie in Architektur. Aber wenn du gut belogen bist, dann ist auch okay. Wenn du Kohärenz meinst. Also nein, jetzt, das ist nicht okay. Aha, aber ja. ich behaupte zum Beispiel, jetzt reden wir über Tektonik zum Beispiel, ja. oder? Dann würde ich sagen... Wenn das so gut, Haus Lange, Krefeld, ist ein Massivbau, ist auch ein Stahlbau, ist so gut verkleidet und so gut gemacht und plötzlich kann der Backstein etwas, was er sonst nicht kann. Gibt es in der Kleidung, denke ich auch. Plötzlich kann der Stoff etwas, und man denkt so, wow, ist das schön. Absolut, stimme ich dir zu. Und er ist immer noch authent. Er sagt, ich bin ein Stein, aber verdammt leicht. Und die Aussage ist wie klar und die ist lesbar. Für mich hat das nichts mit authentisch zu tun, sondern mit der Wirkung und der Atmosphäre, die dort geschaffen werden sollte, die Mies auch, glaube ich, extrem klug und sinnlich schafft. Mhm. Aber das ist keine Frage der Authentizität, schwieriges Wort, sondern eine Frage des klugen Orchestrierens von architektonischen Mitteln und dem Schaffen dann tatsächlich von einem sehr klaren Raum. Und da diese Art von Wahrheitsfrage, die meine ich nicht. Ne? Das würde ich strikt trennen. Von der Frage der Wahrheit, der Konstruktion oder wie das jetzt gehalten wird. Loos hat gesagt, einverstanden. Ja, da sind wir beieinander. Kennen wir. Es geht um die Wahrheit der Atmosphäre, die geschaffen wird. Genau, da sind wir voll beieinander. Oder die Wahrheit. Ich glaube, wir streiten gar nicht, sondern reden eigentlich über das Gleiche. Das denke ich. Willst du nicht streiten? Ich hasse Streiten. Echt? Deswegen bin ich auch so ein Architekt, der immer nur einflechtet und webt. Ne? Ich bin nicht so streitbar. Sonst könnte ich vielleicht heftigere Architektur machen. Aber es ist auch authentisch. Ne? Ich entwerfe dann so, wie ich bin. Das ist, glaube ich... Findest du nicht, dass es da einen Übergang gibt von dem, wie du bist, zu dem, was du bauen willst? Es gibt einen sehr schönen Aphorismus von Oscar Wilde. Große Gefühle geben schlechte Gedichte. Und ich finde, da ist sehr viel dran, weil ich glaube, wenn ich jetzt hier heulend sitze, weil ich so ergriffen bin von dieser wahnsinnigen Situation, dann kann ich leider nicht mehr richtig ordentlich nachdenken und reden, dann ist Schluss. Aber da kommt das Kölsch dann durch. Ja, da kommt, ja, weiß, ich glaube, es ist nicht richtig Kölsch, es ist eine eigene Fiktion von Kölsch. Aber egal. Ich glaube, dass jedes Gefühl, wenn du das wirklich übersetzen willst, ein Sänger, der wirklich traurig ist, kann nicht mehr singen, dann er muss die Traurigkeit übersetzen in den Gesang. Das heißt, auch du müsstest dein sehr authentisches Gefühl, das interessiert niemanden, du musst es, weil du es veröffentlichen musst in einen Raum. Nicht mal. Richtig. Also verstehst du, was ich meine? Ich glaube, ich verstehe das total. Ist eigentlich richtig, was du sagst. Ich staune einfach nur. Das war nämlich auch eine Nummer, die ich bei dir entdeckt habe. Dann habe ich zum ersten Mal, sehr schön in meinem Alter, konnte man mit Architekten groß werden, die noch bekannt, also mit, man konnte mit Diener und Diener groß werden. Wir konnten mit Herzog Dömerfond groß werden. Miroslav Schick ist gewachsen. Ficker Knau. Es gab so einige Büros, die einen so begleitet haben im Weg. Und dann fand ich das so interessant, weil ich ein paar kennenlernen durfte. Ich durfte Roger Diener mal kennenlernen, ihn beim Skilaufen. Der weiß das sicher nicht mehr, aber ich weiß das. Und ich erinnere mich an eine Situation, wo wir Getränke bestellt haben. Ich hätte halt ein Bier bestellt, so weil ich so wie unterwegs bin. Und er bestellt ein Glas Wasser. Und ich habe gedacht, wie passt das? Weil die Architektur ist für mich wie ein Glas Wasser. Und er spürt den Geschmack, glaube ich, vom Glas Wasser, ob das aus der San Pellegrino-Quelle kommt oder aus dem Walsertal. Ja. Und der Miroslav Schick
war genauso, hat gebaut, wie er ist und war so als Typ, wie er getrunken hat, so Budweiser aus der Dose mit Marlboro Lights, nicht mal die coolen roten, sondern Lights, geraucht. Miley Peter war die Zigarre, damals bei Rüschlikon, sechsfach gebügelte Leimbinder in Rüschlikon. Ein unheimlicher Aufwand mit dem Österreicher da zusammen, ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Hat mich total beeindruckt. Und ich habe gemerkt, ach verrückt, es ist ja doch auch dieser künstlerische Teil, also dass du dich wie so in dieses Projekt hineingibst, den kannte ich gar nicht. Mhm. Ich wusste gar nicht, dass das gibt, weil es ging ja um Funktionalitäten, um damals Modernismus, wo ich noch unterrichtet wurde. Und ich habe gar nicht verstanden, dass es auch doch auch ein Ausdruck ist, ne, der Person, die das macht. Ja. Und das spielt heute eine Rolle. Auf das wollte ich vorhin hinaus. Aber vielleicht ist der künstlerische Ausdruck ja nicht zwingend der Ausdruck der Person, sondern der Ausdruck dessen, was die Person in ihrer künstlerischen Äußerung erreichen will. Das ist eine kann unterschiedlich sind zwei sein. Pole. Ne, die aber denkst total du, das kann man so trennen? Das nimmt mich Wunder, wenn du jetzt dann schreibst. Jetzt kommst du ja da hinein, sehr stark. Ja. Und ob also das so... Ich muss das kurz erklären. Ich möchte weg von diesem, was auch immer das heißt, akademischen, wissenschaftlichen Schreiben zu einem freieren, sagen wir mal, erzählenden Schreiben. Also fiktionale Sachliteratur, würde ich das nennen. Fiktionale Sachliteratur. Ich habe ja einen Teil schon gelesen. Ja. Bin gespannt. Ja. Und... dann muss ich natürlich gestalten, klar. Aber ich würde nie sagen, dass das ein unmittelbarer Ausdruck ist, sondern dass ich daran arbeiten muss, die Form zu finden, die das dann annehmen kann. Ich möchte, es geht mir sehr um Witz auch. Ich möchte amüsieren. Das finde ich super, und, das kannst du auch eigentlich. Ja, aber trotzdem musst du eine Form dafür finden. Es ist nicht einfach so da. Ne? Und gerade im Gespräch einen Witz zu erzählen, der jemanden zum Lachen bringt, ist was anderes, als einen Witz zu schreiben oder witzig, witty vielleicht eher im Englischen zu schreiben, was dann bleibt. Wenn ich es wieder lese, würde ich wieder schmunzeln. Ne? Das ist eine andere Geschichte. Das ist wie der Witz in der Architektur. Architektur kann nicht witzig sein. Nee, du gehst ja nicht immer vorbei und lachst. Aber vielleicht kann sie Heiterkeit verströmen. Das ist was anderes. Ja, voll einverstanden. Ich glaube, das war schon immer das Problematische. Ich war eigentlich meistens einverstanden mit dir. Das ist ein schlechter Gesprächspartner. Das ist ja jetzt okay. Was mich fasziniert hat, als du heute was gesagt hast, also du hast gesagt, es gäbe einen Kollegen bei dir an der FANW, der könnte aus den Schnittmustern die 3D-Räume sehen. Und ich habe gedacht, wie abgefahren. Das ist wie ein gotischer Bauplan. Mhm. Ich brauche Schnitt und Grundriss, aber er braucht nur die Schnittfigur. Mhm. Und ich habe das irgendwie gar nicht so mitgeschnitten, dass eigentlich ist eigentlich ein Mysterium aus dem flachen Stoff, das Ding so zusammenzuschneiden, dass das ein Raumgebilde gibt. Mhm. Ja, wenn du es nähst, dann die Form, die du flach vor dir liegen hast. Wieso gibt es eigentlich nur in Europa? Du hast gesagt, es wäre eher Westeuropa. Es ist eine europäische Erfindung, der Schnitt. Also die Hälfte, andere Hälfte der Welt drapiert, wickelt die Kleidung und trägt den Stoff völlig anders. Da ist der gewebte Stoff die Vorlage für das, was ich dann in der Drapierung, im Umlegen eines Sari zum Beispiel mache. Und dann ist entscheidend, wie nehme ich den Stoff so zusammen, dass er an einer bestimmten Stelle hält, dann wird er geknotet, wird um den Körper herumgeführt, wird gesteckt, aber er wird nicht genäht. Nähen und Zuschneiden ist eine westliche Entscheidung gewesen, fängt an im späten Mittelalter. Und früh eigentlich. Sehr früh, ja. Und dann entwickelt sich das immer, Hat das immer mit Wohlstand komplexer. Zu tun, also mit Kultivierung, dass man das überhaupt konnte? Beide Kulturen sind wohlhabend, luxuriös, in bestimmten Orten. Das hat die Maschinen oder so? Oder? Nein, gar nicht. Das ist einfach eine andere, wie soll ich sagen, ein anderes vielleicht Gefühl, Umgang mit dem Körper. Das ist eine total spannende Frage, dazu gibt es nichts. Woher kommt so eine Entscheidung, eine langsame, dass ich Kleidung zuschneide, anstatt sie um den Körper zu führen in einer gewickelten Form oder drapiert? Das ist ja total kunstvoll.
In Rom gab es Akademien, die unterrichtet haben, wie man die Toga drapiert und trägt. Aber es ist ja interessant, dass eigentlich die Mode, es gibt ja wie so die Mode, die ist irgendwie wie körperbetont, die es auch sehr stark gibt jetzt, einfach funktionale Mode. Ne? Und da habe ich jetzt schon Mühe mittlerweile mit knapp 50. Und dann habe ich gemerkt, dass, ich meine, so Leute wie, ich kenne noch die 80er gut, ne? Es kommt wieder, Fukuhila kommt scheinbar, Schulterpolster kommen sicher, ja. Bald. Könnte gut sein. Das ist aber auch körperbetont. Ne? Es ist nur, okay. Comme des Garçons, Rei Kawakubo, die Gründerin von Comme des Garçons, einem japanischen Label. Kenne ich leider nicht. Oder Label ist ein blöder Begriff, ein japanisches Unternehmen. Schau es dir an, seit den 80er Jahren produziert sie, stellt Mode her. Meinst du, Mode kann uns Architekten irgendwie was zeigen, was wir sonst nicht? Was zum Beispiel? Die Frage der Beweglichkeit im wahrsten und physischen Sinne des Wortes ist Mode also, beweglich. Meinst du im semperschen Sinn die Wand als Bekleidung so irgendwie oder was meinst du? Der Semper ist da, Semper ist, glaube ich, wirklich sehr interessiert an der Frage des Textilen und auch an der Frage, dass das Textile tatsächlich eine innige Verbindung nicht mit Architektur eingeht, sondern Architektur sein kann. Und das ist ja im Moment ein Riesenthema. Also, dass man mit textilen Strukturen, mit Webherstellung, mit neuen Materialien Architektur wirklich bauen kann. Was die Mode oder was das Konstruieren um den Körper herum vermitteln könnte, ist die Frage einer anderen Vorstellung von Räumlichkeit dieser Struktur, die ich da schaffe. Wenn ich mit Textil im Raum arbeite, wie stelle ich mir vor, wie sich das anfühlt? Wie geht das auf mich in meiner auch Größe als Mensch ein? Das finde ich mich auch eine ziemliche interessante Frage. Also in der Mode kannst du 1:1 entwerfen und ein Modell bauen. Das geht in der Architektur meistens nicht wirklich. Aber als Modedesigner kannst du 1:1 am Körper arbeiten. Aber du eigentlich was dann eben. Das ist eine tolle Geschichte. Ja, und was, ich weiß nicht, wieso ich so anspringe auf das, aber was mich so wie fesselt, ist ja, du hast wie eine Expertise auch in diesen Komfortfragen und das spielt eigentlich in diese Mode hinein. Ja. Und die Frage nämlich so, was kann ich mit Kleidung schon leisten? Was könnte die schon machen? Wir haben vorhin gesprochen, ich heize oben mein Schlafzimmer nicht. Ich dachte mal, ich mache beim Swiss Art Award mit und ich bin ja zu schlecht für solche Dinge oder ich check. Aber zum Beispiel die Vorstellung, habe ich gedacht, man könnte das nochmal wie bringen, die Frage der Suffizienzen, die eigentlich total schön sind, weil man die auffangen kann auf einem ganz nahen Niveau, die eigentlich auch sensitiv sind. Zum Beispiel, ich kann mich erinnern an Duvet, dicke Duvet, 15 Kilo bei der Großmutter. Du kannst kaum atmen unter dem Ding. Genau, du erstickst. Am nächsten der Morgen deutsche Michel hat dann noch die Kappe auf, ne? Und diese Komfortfrage, die gibt es ja, ich meine, Caminard hat das jetzt probiert mit diesem Haus, so mit den unterschiedlichen Klimazonen. Und ich habe mich gefragt, vielleicht ist es auch Blödsinn, das so aufzureißen. Ich habe kurz gedacht, wäre das toll, könnte man bessere Kleidung machen, müsste man weniger heizen. Absolut, ich glaube, dass das eine sehr relevante Frage ist, die beim Moment, wenn man über Kleidung und Mode nachdenken, die nicht so thematisiert wird. Im traditionellen japanischen Haus wird der Körper gewärmt, nicht die Architektur. Das heißt, du trägst im Winter mehrere Lagen Kimonos übereinander und im Sommer wenige. Du hast im Boden versteckte Heizkörper, also Feuerstellen. Haben auch ein milderes Klima als wir. Ne? Natürlich, aber es gibt auch sehr kalte Winter. Das heißt, niemand würde auf die Idee kommen, auch heute nicht mehr in einem solchen Haus ohne Heizung zu leben. Aber das war in der Geschichte durchaus vorstellbar, dass man den Körper wärmt. Und das ist das, worüber du gesprochen hast. Ja. Und wir haben auch den Körper mehr gewärmt in der Wohnung, als zu sagen, wir müssen das gesamte Haus auf frühlingshafte Temperaturen bringen. Aber meinst du, wir bekommen... man könnte, wenn man viel mehr über diese Frage der materiellen Ausstattung von Kleidung und der Konstruktion, der Herstellung und des Layerns, also der Übereinanderlagerung, könnte man extrem viel machen und anders in seiner Wohnung auch unterwegs sein. Ne? Das ist nämlich wirklich eine interessante Frage. Absolut. Aber da sehe ich im Moment nicht so viel. Und Outdoor ist zum Teil ja auch... Aber es ist so ein grundsätzliches Problem, weil wenn du immer wenn wir über Klima sprechen wollen,
reden wir wie so, ich habe die Natur gern, aber nicht zu Fuß, ne? Irgendwie so. Es geht um diese Komfortfrage. Und immer wenn man die anschneidet, wird man eigentlich auch von Kollegen abgeblockt. Du kannst nicht den Komfort beschneiden. Es geht immer was kann man nicht? Den Komfort beschneiden. Oder zu sagen, dass es könnte auch, wir machen jetzt so Tourismus-Themen, oder? Und dann kann man sagen, ja, im Tourismus in der 2 Wochen Ferien ist ja toll, wenn das Klo nicht im gleichen Haus ist. Man geht ins andere Haus oder so. Man geht nach draußen, weil es auch eine sensitive, tolle Erfahrung ist, weil natürlich, weil anders ist als sonst. Genau, ne? Natürlich kann man Komfort beschneiden. Zum Beispiel. Das muss dass die man. Leute mitmachen. Macht ja niemand mit. Es ist eine kulturelle Frage, ja. Komfort und nicht, ja. Und nicht eine technische. Genau. Ich glaube, das wäre entscheidend, dass man eine andere Kultur baut für Komfort. Es ist nie jemand auf die Straße gegangen und hat für 23 Grad im Innenraum demonstriert oder für fließendes Wasser. Es gibt keine Demonstration für Badewannen um 1920. Das hat sich entwickelt und diese Entwicklung ist spannend, weil sie sehr viel mit Hygienevorstellungen zu tun hat. Mit der Bekämpfung von Krankheiten, aber nicht zwingend zunächst mit Vorstellungen des körperlichen und individuellen Wohlbefindens, was wir heute mit dieser Komfortinsel so verbinden. Das war eine völlig andere Diskussion, die da geführt wurde. Und der Anstieg, also auch der Anstieg der Temperatur im Innenraum, dass man sagt, heute müssen es knapp 22 Grad sein? Ja, eher noch wärmer so. Ja, das ist enorm. Ne? Also überall, es gibt, im Klo, überall, im Schlafzimmer. Ja, und es gibt sehr wenige Untersuchungen dazu, zu dieser Entwicklung, die sich irgendwie verselbstständigt hat. Es ist extrem hochgegangen in den letzten 30 Jahren, ne? Von 18 Grad in den zentralen Räumen auf 22 Grad. Das ist Wahnsinn. Und das hat etwas zu tun mit Vorstellungen von Leben, von auch Geschmack, Sicherheit, Cocooning. Und dann ziehe ich einfach die ganze Zeit das T-Shirt an. Das ist super schick. Von Comme des Garçons, Yamamoto, Scherz. Und habe die Heizung also, laufen. Sagst du eigentlich, Geschmack ist eine Kulturfrage? Ja. Und dann ist eigentlich die Frage der kulturellen Änderung, Anpassung, eine Frage der Erzählung. Ja. Das Narrativ so. Was wollen wir? Und ich glaube, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es behaupten einige Soziologen und auch Historiker, die sagen, wir müssen die Erzählung anpassen. Ne? Da wärst du eigentlich am richtigen Ort jetzt. Ne? Wenn du, dann müsstest du eigentlich jetzt in diese Erzählung einsteigen und sagen so, was müsste denn erzählt werden, damit dieser Komfort wie in anderen Zugang finden, anderen Anspruch. Ich mache zum Beispiel das Badezimmer wunderschön. Mhm. Der Wasserhahn ist ein Gedicht, aber da kommt nur total wenig Wasser raus. Ne? Aber schön. Tropfen für Tropfen Qualität. Und ich begreife, dass Wasser kostbar ist. Und das passiert ungefähr 10-mal am Tag. Kommt das Wasser ganz langsam, aber wunderschön. Dann bist du bei Greta, wir müssen es politisch, weil als Mensch machst du das nicht. Frag doch, also weißt du, du wirst eingeladen durch die Dinge, die du gestaltest. Ja. Und da kommt die Schönheit ins Spiel oder das Ornament. Du wirst eingeladen, anders das gut zu finden, dass du weniger Wasser zur Verfügung hast, weil es so wunderbar aus dem Hahn rauskommt. Aber predigen wir das nicht oder ich mache das ja selbst. Du musst ja nicht predigen, sondern du musst. 1:0. Du musst den Wasserhahn ändern und ihn so, jetzt sage ich nicht cool, sondern geil machen, dass man ihn haben will. Ein geiler Wasserhahn. Ja, vielleicht, also es ist eine Idee. Ne? Es müsste einladend sein, wieder in einem kühlen Raum zu sitzen. Hier ist es auch nicht sehr warm. Ich habe jetzt eine Jacke an und es ist übrigens wichtig, was du vorhin gesagt hast, das ist kein privater Raum eigentlich, sondern ein halb... Mein Arbeitsraum. Ja, dein Arbeitsraum ist auch total wichtig. Ich finde das interessant. Also die Frage des Komforts und dann die Frage, auch das genießen zu können oder irgendwie toll zu finden. Mhm. Und das braucht wie eine andere Sichtweise. Aber es ist wie, wenn jemand sagt, fahr doch mit dem Velo zur Arbeit. Das ist total schön. Ne? Du musst das Velo anders gestalten vielleicht. Also da kommst du jetzt ins Spiel und da, finde ich, hört dann die Erzählung der Worte, kann das begleiten. Aber du baust etwas. Es ist eine andere Tätigkeit, als eine Geschichte zu erzählen über das, was du gebaut hast. Ich glaube, du kommst immer an den gleichen Punkt zurück, den du ja damals angefangen hast, zu besprechen, nämlich die Frage des Komforts. Und der Mensch wählt einfach gerne den leichteren Weg, den komfortableren vielleicht.
Und also nicht im Sinne von Komfort, also so im anderen, mehr so, den hätte es gerne ein bisschen schwieriger oder aufwendiger. Und man nimmt immer den leichten Weg. Und das ist wie, es läuft immer wie zuwider. Aber ich meine, das ist ein Klassiker. Irgendwie habe ich das Gefühl, man läuft sich hier zu Tode in den Diskussionen. Und es bräuchte das vielleicht auf mehreren Ebenen, dass das hier angestoßen wird. Weil, Weil es nicht klar ist. Ich glaube, es war, wie hieß der berühmte Modedesigner, der sehr cool gesprochen hat. Karl Lagerfeld. Natürlich. Lagerfeld hat ja, das ist jetzt auch schon sehr bekannt, gesagt, wer im Trainer aus dem Haus geht, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Ja, finde ich immer noch. Das ist immer noch gut. Und Yves Saint Laurent hat gesagt, Komfort ist der Tod der Mode. Was im Umkehrschluss heißt, wenn ich mich ankleide und in die Öffentlichkeit gehe, dann gibt es eine bestimmte Form, die ich annehme. Und dann wären wir bei dem nackten Christus, also der Frage, was bedeutet Nacktheit und das sich bekleiden. Das Bekleiden bedeutet vielleicht, dass ich in eine bestimmte Form hineingehe, um mit anderen etwas zu besprechen, zu tun, wie auch immer. Architektonisches Thema, ja. Ja, genau, ein architektonisches Thema. Und insofern ist dann Komfort ein Aspekt nur unter diesem Form geben, sich selbst eine Form verleihen. Ich kann nicht völlig unkomfortabel sein im Kleid, selbst wenn ich geschnürt werde und Reifrock trage. Es muss gehen. Das finde ich total wichtig. Aber die Form verlangt eine gewisse Disziplin. Was heißt, wenn ich mich in Gesellschaft begebe, muss ich irgendwo diszipliniert sein. Ich kann nicht die ganze Zeit Tourette-mäßig sagen. Es reicht mir jetzt. Schon keine Lust mehr. Ich hätte dich auch nicht eingeladen, wenn du so unterwegs bist. Und das finde ich wichtig. Also die Komfortfrage kann man nicht unendlich ausdehnen. Das ist Quatsch. Nee. Weil sie ist immer im Gegenüber mit einem anderen, mit anderen Anforderungen. Richtig, ja. Das finde ich auch. Und dieses Abzuwägen ist ja die Aufgabe des Gestalters auch. Ne? Weil die Fragen kommen ja an uns Architekten. Das ist ja das Thema, wenn ich ein Haus mache, dann geht es ja um die Teppanyaki-Küche mit den Downlight-Funzeln und dem Tesla-Stellplatz. Oder? Das sind die Wünsche. Und dann die Triage aus Essen, Lodger, Wohnen. So, okay. Dann kommt ich hätte das. Gerne noch den Wunsch. Auch sehr gerne. Ich bin so ein, die würde sagen, du bist so ein schlechter Gastgeber. Ich kann ja reden. Dankeschön. Dafür mache ich die Gläser schön voll. Ja, das ist super. Und sich da immer wieder zu behaupten, das finde ich eigentlich, ich weiß nicht, das finde ich wie die schwierigste Aufgabe immer wieder. Weißt du, wenn du Wettbewerbsarchitekt ist es eins, gewinnst einen Wettbewerb, dann kommt das so. Wenn du Bauherren hast, dann hast du mit Träumen zu kämpfen. Mit? Träumen. Träumen. Und dann habe ich meiner Frau gesagt, ich schreibe jetzt auf meine Website, ich erfülle nicht die Träume, ich bewahre sie davor. Und das war natürlich schlecht, hat sie gesagt, da gibt es ja gar keine Aufträge mehr. Aber das ist genau diese Frage so, weißt du, wie weit gehst du mit und versuchst das zu lenken und dem Gestalt zu geben, dass er trotzdem Freude hat, bekommt, was er eigentlich sucht. Aber es ist genauso gekommen, wie er hat das bekommen, was er wollte, aber es ist ganz anders, als er erwartet hat. Irgendwie so. Ne? Und diese Gratwand, die ist noch schwer. Also da sind wir auch irgendwie manchmal, finde ich, schutzlos ausgeliefert, weil wir sprechen viel über Gestalt, wir sprechen über so viele Dinge, aber wir sind wenig in Kontakt. Also ich habe letztes Mal den Schick gesehen, ich weiß vor ein paar Jahren oder so, und habe ich gedacht, ist noch verrückt, welche Distanz wir gefunden haben zu, weil du vorhin auch unterscheidest, Mode, Kleidung. Ich unterscheide dann zwischen Architektur und Bauerei, ne? Und da macht man sich ja leicht. Ich würde nicht unterscheiden Mode und Kleidung im Sinne einer gestalteten und einer ungestalteten. Beides ist gestaltet, okay. Aber die Mode ist für mich die Frage der Zeitlichkeit, in oder out. Mode ist die Entscheidung, dass es etwas mit der Interpretation der Zeit zu tun hat, während Kleidung das Mittel ist, mit dem ich diese Mode quasi lebendig werden lasse. Ja, dann lässt sich das nicht vergleichen wie bei mir so mit E-Musik und U-Musik. Ne? So, es gibt so gute Musik und dann nicht gute. Nein, gar nicht. Ist das in der Mode eigentlich auch so bei euch, dass ihr wie so 90%, also ich sage jetzt einfach mal böse, ist nicht so gut und 10% ist gut? Das ist böse, darf man das überhaupt? Ja, hier schon.
Das kann ich nicht beantworten, nee. Weil ich finde, es gibt sehr interessante und immer noch tolle Sachen, die auch weitergehen und entwickelt werden. Und gerade jetzt gibt es sehr viele junge Designerinnen, Designer. Ja, voll. Vielleicht hast du einen besseren Blick. Ich habe nur manchmal das Gefühl, dass wir wie in einer Schwemme leben. Also sei es Netflix-Account oder sei es Spotify oder sei es... Das ist wieder eine andere Frage. Und ich glaube, die Frage der Masse oder der Produktion, wie viel wird eigentlich von etwas hergestellt? Eine Kollektion, sagen wir mal, die 40 Outfits umfasst, hinter der steht ja dann eine Produktion, die distribuiert wird. Und die Entscheidung, wie viele Kleidungsstücke ich von einer Silhouette herstelle, die liegt im Ermessen einer Firma. Und da glaube ich, das ist der springende Punkt heute. Wie viel Masse wird produziert und wie schnell, wie billig, mit welchem Aufwand an Wasser, Material etc. Das sind ganz entscheidende Punkte. Und da passiert dann wirklich etwas, das ist hässlich am Ende. Ne? Das sieht man auch. Ich glaube, ich habe auch zu viel Würste aufgetragen für dich. Das ist auch vielleicht zu viel Masse. Soll ich jetzt mal zugreifen? Ich würde sagen, ein Würstchen, sonst... Ja, haben die das Gefühl, ist jetzt, das sei nicht lecker hier. Ne? Das ist nicht lecker. Ich krieg das nicht. Kannst du das? kriegst du das nicht raus? Krieg das nicht raus. Dabei kommt man an den Würsten eigentlich gar nicht vorbei. Ne? Ja, aber man muss brutal sein. Ja, das stimmt. Ich bin ja eine Frau. Die sind geplatzt. Das ist natürlich auch schlecht. Und nein, ihr nicht wisst, ist gut. Natürlich müssen Weißwürste gegessen werden vor 11 Uhr morgens eigentlich. Ja, das ist ja jetzt. Das? Ja, weiß ich. Dann ist ja jetzt gut. Ne? Wir sind gerade richtig in der Zeit. Genau. Ja, schön. Ja. Ja. Johannes, bist du eigentlich noch da? Ich bin da. Hört ihr mich? Ja. Ja. Wir haben uns streng an den Zeitplan gehalten. Ihr könnt mich nicht sehen. Nein. Wie sollten wir auch? Wir müssten aufstehen und die das ist verlassen. Aber wir hören dich ja. Das bringt mich jetzt in eine sehr unangenehme Situation. Wieso? Ja, weil, also das war jetzt eine unglaubliche Erfahrung, euch beim Gespräch zu sehen und zuzuhören. Und ich fühle mich jetzt wie so diese Stimme aus dem Off, die ist das... Ist so? Ja, Muppet-Show auf dem Balkon, ne? Wie heißen die Walters oder so? Ja, genau. Die jetzt so aus der Entfernung einsteigt, einen Schluss macht, das Gespräch allenfalls lenkt. Hast du denn einen Gin Tonic schon offen noch? Den Gin Tonic habe ich schon lange leer und die Pistazien habe ich auch schon lange geknackt. Die sind weg. Weg ja, ist, war, weg also was weg. Ich jetzt auch fand, vielleicht um dir zu helfen, ich habe jetzt gemerkt, auch nach einer Stunde ist wie so... dreht sich's. Jetzt würden wir wahrscheinlich sonst eine Pause machen. Wir hätten auch gegessen, würden vielleicht aufstehen. Ja. Ich würde jetzt wahrscheinlich was rauchen oder so. Also was, ja, genau. eine Zigarette was, oder so. Was rauchen. Und, eine Zigarette. Und ich glaube, diese Stunde ist auch ein gutes Format. So jetzt habe ich das Gefühl. Ja. Und was ich gemerkt habe, ist, dass ich selbst mehr Lust habe, so zu interagieren, als dir in meiner Vorlesung zuzuhören. Weil ich kann fragen, was mich interessiert. Ja, oder? Das stimmt. Da waren wir vorhin stehen geblieben. Ja, nein, es ist toll. Es ist man merkt auch selber, dass jetzt die Konzentration dann so langsam ihre eigenen meandernden Wege geht, also nicht mehr da ist, auf Deutsch. Ja. Und dass es sehr intensiv ist, weil man sich wirklich auf diesen Moment einlassen muss und auf die Fragen, die kommen. Und gleichzeitig weiß man trotz allem, dass zugehört wird. Das ist ja auch klar, das kann man, muss man ja auch nicht, soll man nicht wegtun. Und das finde ich auch eine sehr, sehr spannende Erfahrung, wie man gleichzeitig quasi sich beim Fliegen zuschaut. Ne? Ich schaue mir zu, wie der ich Ornithologe. Hinter, yes. Also die Beobachtung der Beobachtung, postmodern, Luhmann, ja. Mhm. Das ist schön. Also ich finde das Format noch gut irgendwie. Ja. Ich würde jetzt zu euch kommen und ich glaube ganz viele andere. Ich habe einige SMS bekommen, die sich gerne zu euch setzen würden. Und ja, das wäre toll. Aber es hat keine Würste mehr. Nee. Mit Essen und mit Diskutieren. Der Wein ist auch, das ist zu wenig Wein. Ja, Radieschen hat es noch. Ja. Das Fondue Chinoise, das zum Fondue Bavaroise geworden ist. Genau. So
Das war großartig. Ja. Das war eine große Überraschung, Lando. Ja, Wolfgang schreibt auch, genau mein Format. Genau dein Format, Lando. Dein oder mein? Ich glaube, der Wolfgang hätte auch Bock auf die Würste. Das ja, ist, den Wolfgang, den kriegen wir auch noch dahin, dazu. Und das ist ja auch gut, dass wir hier jetzt im Glarus dieses Rezept zu uns nehmen. Das ist so ein schönes Beispiel, dass Cultural Appropriation das Beste ist, was uns passieren kann. Weil was heißt das? Ja, dass Kultur Vermischung heißt und Überkreuzung und Nehmen. Yoga geht auch in Kanada, nicht nur in Indien. Super. Ja, das ist ja. Nach 11 Uhr immer vor 11 Uhr ist, oder? Ja. Gut, da hat sie aber sehr gedehnt, finde ich jetzt. Die. Naja. In Bayern wäre sie damit nicht durchgekommen. Nein. Ich bin nur höflich. Gibt es denn Fragen aus der, ich weiß auch nicht, wer zuguckt. Ich bin ja hier nur geblendet vom Bildschirm. Ja, genau. Gibt es Fragen? Es gibt keine Fragen. Das dachte ich mir. Das ist ihr müsst aber an mich müsst ihr auch nicht Fragen stellen. Ich bin, aber die Bettina ist schon, die weiß schon viel. Also wenn ihr was wissen wollt, dann müsst ihr sie fragen. Zum Thema Mode oder so, da gibt es schon noch was zu lernen bei ihr. Und zum Thema Komfort. Das ist schlecht. Du musst gerade ein bisschen Senf falsch gemacht. Aus dem Tellerchen. Süße Senf. Aber man muss auch keine Fragen stellen. Man kann auch einfach mal sagen, schön was. Nein, ich möchte nicht. Mhm. Mit Gisela aus Schlemmer. Das ganze Thema der Bekleidung im Zusammenhang mit einer Architekturausbildung oder einem Architekturdiskurs, das war jetzt für mich eine Entdeckung. Mhm. So habe ich darüber noch nicht nachgedacht. Und das finde ich ausgesprochen interessant, dass auch im Rahmen unserer Lehre, im besten Fall zum Beispiel bei Lando, dass man das auch noch vertiefen könnte. Also die Geschichte im Schnitt zum Beispiel. Vielleicht erzähle ich ganz kurz etwas. Ich habe mal ein kurzes Praktikum im Winter gemacht in Wien. Das muss 1987 gewesen sein. Und da war eine wunderbare Ausstellung, die Österreicher, den Haushalt des österreichischen Kaiserhauses verglichen hat, ausgestellt hat mit dem japanischen Kaiserhaus. Ah, wow, das ist ja eine irre Idee. Und dann hast du, ein Kleid gehabt, der Kaiserin, auseinandergenommen in Stücke. Also in die Schnittteile. In die Schnittteile. Und das waren Hunderte. Ja. Hunderte. Und dann haben sie auch noch gezeigt, das war eigentlich unglaublich fortschrittlich, weil dieses Thema der Nachhaltigkeit war ja noch damals gar nicht so ein Thema. Sie haben den Waste gezeigt, also das, was in das Kleid hinein gearbeitet wurde. Und diese Stoffreste waren wahrscheinlich mehr am Ende des Tages, mehr als schlussendlich im Kleid waren. Und daneben war Simone Kaiserin. Und die Aussage war, es gab keine Schnittreste. Ja, es gab natürlich. Keine Stoffreste. Es ist alles in diesem Kimono oder in diesem Stück Kleid verarbeitet worden. Ja, genau. Und das hat mich damals, das war nach dem ersten Semester, glaube ich, war das. Das hat mich zutiefst beeindruckt. Dasselbe mit dem Besteck. Es gab für jedes Gericht gab es ein Utensil, ein Werkzeug, oder? Ein bisschen hier, ein spezialisiertes Messer dort, ein breiter Löffel hier. Ja. Und auf der anderen Seite, und das waren Hunderte von Werkzeugen, und auf der anderen Seite ein paar Stäbchen. So. Und das finde ich eine unglaublich spannende Diskussion, die der Mode auch des sich Anziehens und was der Unterschied auch von Mode und vielleicht Kleidung ist. Ja, das stimmt. Das ist diese Nachhaltigkeitsdiskussion, die wurde auch von etlichen Studentinnen und Studenten in der Mode entwickelt, auch in der Auseinandersetzung mit Schnitt, dass sie wirklich gesagt haben, wir versuchen mit so wenig Schnittteilen wie möglich auszukommen oder auf Schnitt zu verzichten, um diesen Verschnitt nicht mehr zu haben. Und das ist eine extrem spannende Frage. Das Gleiche gilt dann für Strick. Wenn ich stricke, kann ich
mittlerweile voll in die Form hineinstricken. Und das heißt, ich habe auch keinen Verlust von Material, sondern entwickle einen Raum aus dem Strick heraus, weil der Strick elastisch ist, beziehungsweise auch um die Kurve geführt werden kann. Das verdammt Schwierige sind ja die Kurven, Schulter und so weiter. Wenn ich in Form schneiden oder bringen will, dann ist das Stricken auch etwas, das ohne Verlust Raum herstellt. Mhm. Also das sind echt spannende Themen, ja. Stimmt. Es gibt hier zwei Reaktionen. Also Gabriela Schabo, das ist eine Studentin aus dem Master, schreibt vielen Dank, sehr schön, Ausrufezeichen. Danke, Gabriela. Danke. Kennen wir gut. Yves Dussayer, Dozent. Ja. Schreibt, liebe Grüße euch zweien, habe gerne mit einer Flasche Wein zugeschaut. Yves kennst du auch, ja, ne? Ja, klar. Ja. Ciao, Yves, danke. Wie so ein gemeinsames, ja, Abendessen. Ja. Ich hoffe, ihr habt alle auch gegessen und getrunken, während wir gegessen haben. Man sollte sich eigentlich so zum Abendessen treffen, so ein gemeinsamer, oder irgendwie so. Ja. Alle könnten zum Essen zusammenkommen. Großer Tisch vor Zoom. Man soll ja nicht vom Bildschirm essen, aber das wäre möglich. Ne? Das wäre möglich. Das absolut Witzige ist ja auch, als die erste Einladung von dir kam, habe ich ja gedacht, dass du hier kochst und ich sitze in Krefeld. Vor. Und du guckst zu. Ich guck zu und werde dann, gefragt. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, ich glaube, da mache ich mit. Aber so ganz habe ich es nicht verstanden, warum du mich in deine Küche einlädst und du kochst dann. Aber nur dann, für dich selbst. Genau, und dann führen wir ein Gespräch und ich dachte, ja, ja, cool, mache ich. Gutes aber, Experiment. Ja, gutes Experiment. Ja. Ja, genau. Gut. Gut. Ich glaube, ich lasse euch jetzt essen. Ich glaube, es sieht aus, als ob es jetzt erst. Wir sind gespannt. Wir sind gespannt auf den nächsten Teil dann. Also jetzt haben wir so, wie wir waren jetzt so wir haben den Testlauf gemacht. Das war jetzt das erste Mal, dass sowas lief. Mhm. Und jetzt kommt als nächstes, ich glaube, Franz Oswald, ne, mit Ludovica Molo. Genau. In Tessin. Ich wollte eigentlich auch einen Ennendaner, ich hätte auch Karnickel gemacht, aber irgendwie dachte ich, ich mache doch bayerisch. Und Karnickel ist nicht immer lecker, ne? Schmeckt auch manchmal wie Katze. Karnickel hat so viel zu tun. Das ist nicht, die haben immer Termine und das bekommt im Fleisch nicht. Ja, stimmt. Und da bin ich jetzt auch gespannt, wie die das machen, weil ich finde das Format auch sehr entspannt. Also es macht Spaß irgendwie. Ja, es macht Spaß. Wenn das den anderen Spaß macht, umso besser. Ja, sehr gut. Also die Ankündigung ist eben, das nächste Mal sind wir für zwei Abendessen in Lugano bei Ludovica Molo. Der erste Termin, glaube ich, ist mit Franz Oswald und der zweite mit Marie-Claude Betrix. Ja, genau. Consolascio Betrix. Super. Und wir freuen uns natürlich, auch wenn du, Bettina, dabei bist, zuschauen möchtest, dann siehst du mal, wie das von der anderen Seite aussieht. Ich muss euch ein ganz großes Kompliment aussprechen. Ja. Es war wunderbar. Und auch das Bild, oder? Das Setting ist wunderbar und da muss ich Miriam und Jara noch. Jara, Maleve und Miriam Dau bedanken, die im Hintergrund sind, die man nicht sieht. Aber es war perfekt. Es war toll, also wirklich toll. Vielen Dank auch für die Einladung. Sehr spezieller und schöner und guter Abend. Schön, bist du gekommen. Ja. Es gibt noch eine Bemerkung. Monika Kisch schreibt, sehr schön, danke. Das Licht ist auch so schön, fast wie bei Caravaggio. Wow. Hallo. Ihr müsst euch das anschauen. Ja, wir können uns ja nochmal selber anschauen. Wenn Monika das sagt, ist schon... Also ich wünsche euch allen zu Hause einen wunderbaren Abend und Bettina, Nando, danke euch. Ganz lieben Dank, dass ihr das gemacht habt. Es war ein großes Vergnügen. Super. Macht's gut. Ja, genau. Guten Appetit. Danke, ja, genau. Ludovica schreibt, jetzt muss ich noch Ludovica, sie ist ja die nächste Gastgeberin. Ja, die Arme. Ja. Aber so schön wird es in Lugano nicht sein. Natürlich. Ludovica, jetzt untertreibst du. Wir haben ganz große Erwartungen. Setz sie nicht unter Druck. Okay. Also, alles Gute und einen schönen Abend. Okay, ja, schönen Abend auch. Grüße in den Klarus. Danke sehr. Macht's gut. Ciao. Tschüss.